La Lupa, die Wölfin, die der Sage nach die Gründer von Rom gesäugt hat. In der italienischen Stadt sieht man sie häufig, aus Stein. Diese besteht aus 14 Kilogramm Kaugummi, verkauft für 28.000 Euro. Detailverliebt und grotesk, die Kaugummiskulpturen des italienischen Künstlers Maurizio Savini. Die erste Frage, die man mir immer stellt, ist, kaust du die alle selber? Ob ich alle diese Kaugummi kaue? Eine Frage, die ich mittlerweile schon Millionen Mal gehört habe. Das ist manchmal etwas lästig, aber vielleicht kommen die Leute wirklich auf diesen Gedanken. Nein, ich habe sie noch nie gekaut. Seit 10 Jahren arbeitet Maurizio Savini mit Kaugummi, ungekautem. Der Kaugummi wird angewärmt, so lässt er sich leichter auf die Basisskulptur aus Gips aufbringen. Ohne dieses Innenleben wären seine Skulpturen instabil. Für den Künstler ist Kaugummi ein Material wie jedes andere, aber mit kultureller Bedeutung. Dieses Material hat Europa im Jahr 1945 erreicht, in der Zeit, in der der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende ging. Und bis 1950 hat dieses Nicht-Lebensmittel, denn für mich ist es kein Lebensmittel, zusammen mit Coca-Cola und Nylonstrümpfen Besitz von der europäischen Kultur ergriffen. Und das bis heute. Für seine Werke benutzt Maurizio Savini eine ganz bestimmte Marke. Nennen möchte er sie nicht, denn obwohl die Firma seine Kunst anerkennt, unterstützt sie ihn nicht. Etwa in Form von Rohmasse, die Maurizio Savini gerne direkt aus der Fabrik beziehen würde. Stattdessen muss jeder einzelne Kaugummi ausgepackt, erhitzt und wie Teig behandelt werden. Unterstützt wird der Künstler von 2 Assistentinnen. Denn die Arbeit ist sehr zeitaufwendig. In einer Skulptur stecken zum Teil mehr als 3000 Kaugummis. Maurizio Savinis Arbeiten sind oft politisch und gesellschaftskritisch. Um dies zu verstärken, greift er in der Regel zu einer bestimmten Farbe. Ich wollte vor allem diese Farbe, dieses Rosa. Ich habe auch schon in der Vergangenheit Skulpturen ohne Kaugummi in dieser Farbe angefertigt, weil ich finde, dass Rosa Künstlichkeit repräsentiert. Man denkt beim Betrachten automatisch an eine aufgesetzte Welt. Maurizio Savini ist in Rom geboren. Er studiert Architektur, geht für einige Jahre als Künstler ins Ausland. Heute arbeitet er wieder in seiner Geburtsstadt. Seine Skulpturen werden weltweit ausgestellt und verkauft für bis zu 50.000 Euro. Trotz Kaugummi wird er von Anfang an ernst genommen. Probleme gibt es nur bei seiner ersten Ausstellung. Diese erste Ausstellung verlief sehr gut. Die einzige Sache, die problematisch, aber lustig war, die verkauften Werke waren nach 3 Monaten komplett zerstört. Alle sind zum Galeristen zurückgeschickt worden. Ich musste das Geld zurückerstatten, aber das hatte ich schon komplett ausgegeben. Das Problem, der hohe Zuckergehalt des Kaugummis hatte die Basis der Skulpturen zerstört. Deshalb konserviert Maurizio Savini seine Kunst heute mit einer Mischung aus Formaldehyd und Antibiotika. Damit sich, wie bei dieser Auftragsarbeit, auch die heutige Generation von Römern für die Nachwelt verewigen lassen kann.